Hallo und herzlich willkommen an den Monitoren da draußen. Ich bin MacSnake und wir spielen weiter Bastion. Wir waren das letzte Mal so weit gekommen, dass wir in der ersten Location bis in die Kneipe ans Fenster gekommen sind, aus dem wir rausgesprungen sind. Und wir wollen noch mal schauen, was passiert, wenn wir unten ankommen. Viel Spaß! He gets a good look at things on his way down. Holmes. He lands on top of a breaker's bow, and it ain't broke. Okay, das mit dem Breaker Bow ist ein Wortwitz, der im Englischen funktioniert, im Deutschen nicht so unbedingt. Im Deutschen heißt er nämlich Bringerbogen. Sollte man vielleicht sagen, er ist auf einem Bringerbogen gelandet und er bringt's noch. Oder so ein Scheiß. Gut. Zum Schießen X gedrückt halten. Machen wir glatt. Ach du Scheiße, ist der langsam. Dafür aber auch ganz schön Durchschlagskraft, glaube ich. Oh ja. Kid Spy is a good perch for some target practice. Wasn't long before the kid could loose an arrow, strong and true. He knows he should draw the string all the way back. Ja, wenn man nämlich nicht wartet bis zum Schluss, dann hat er nicht volle Durchschlagskraft. Aber manchmal ist es auch einfach notwendig, weil schlicht und ergreifend man nicht die ganze Zeit stehen bleiben kann. Etwas Sehniges. Nehmen wir mit. The kid pockets a memento from a breaker. Once the fastest man in the land. Okay, weiter geht's. Hey, nicht mich beschießen. Gut, doch mich beschießen. Aber mir die Möglichkeit geben, zurückzuschießen. Ja, habe ich mich für das Ruckeln schon entschuldigt? Es tut mir leid. Good news is the emergency defenses still work. Bad news is they're aiming for the kid. Altmodisch müssen wir uns mit dem Hammer kaputt schlagen hier. Mann, 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 Mann. Autsch. Auch hier wieder. Ich versuche es nachher so abzumischen fürs Let's Play, dass ihr die Hintergrundmusik noch ein bisschen mithört. Ich finde diesen Soundtrack einfach großartig. Picks up a few pointers from a dusty old tome. Zum Anwenden von Wirbelwind. He's a mighty fast learner. Sehr gut. Jetzt gemacht. Ah. Den wollten wir eigentlich haben. Um Gerze zu zitieren, immer mitten in die Fresse. So. Ja, wenn ihr die Möglichkeit habt, euch den Soundtrack mal irgendwo zu ziehen. Ich weiß nicht, ob man den bei Amazon kriegt. Würde mich nicht wundern. Ich habe damals das Spiel in einem GOG-Bundle geholt und da war der Soundtrack schon mit dabei. Also wie gesagt, vielleicht habt ihr auch nochmal die Chance. Holt's euch, ist echt. You find the distillery right next to the arsenal. Tough part of town. Ist echt eine lohnenswerte Anschaffung. Ich höre den ganz gerne auch mal so nebenbei. So, jetzt haben wir hier das Waffenlager und die Destillerie jeweils mit X zu betreten. Ich frage mich gerade, ob ich im Waffenlager vielleicht meinen. The arsenal's where the kid can pick the best tools for the job. Kann ich hier auch wieder auf mein cooles Dings hier wechseln? Meinen Bringerbogen? Jawohl. Nicht Bringerbogen, mein Reißer-Repetiergewehr. Kann während des Feuerns nicht bewegt werden. Das macht aber nichts, während es wenigstens feuert es währenddessen. Nicht wie der Bringerbogen, den man erstmal 4 Stunden spannen muss. Also, Reißer-Repetiergewehr. Neue Waffe zugewiesen. Sehr schön. Da wollen wir nichts. Was haben wir denn hier noch? Bei den Schultertasten, da haben wir einen Blitzrundumschlag.
eine Reißer-Repetier-Gewehr-Fertigkeit. Eine Spirale aus Blitzen, die in allen Richtungen Schaden verursacht. Früher verließen sich die umzingelten Trapper auf diese Technik. Ja, das klingt doch besser als der komische Wirbelwind, den wir jetzt gerade haben für den Hammer. Ein tanzender Schuss. Ringertechnik, die dafür sorgt, dass ein Pfeil von Feind zu Feind tanzt. Ursprünglich nur als Schaustück gedacht, aber schon bald für die praktische Anwendung entdeckt. Hm, klingt jetzt auch nicht so schlecht. Aber ich finde den Blitzrundumschlag schon viel besser. So, da wären wir durch. Gehen wir mal in die Destille gucken. One sip of the spirits in that distillery and the kid will feel like a new man. Dann wählen wir Leichlingsmost plus 10 Max Gesundheit. Fermentierter Leichlingsextrakt mit einem Bouquet aus altem Brot und Meerwasser. Sehr nahrhaft. Hm. Rettungsrum enthält plus 10% kritische Trefferchance. Nur aktiv bei voller Gesundheit. Weißes Gebräu, das die Sinne besänftigt und die Nerven beruhigt. Beliebt bei Bringern und anderen Kämpfern. Hm. Vorteilhafter Fitz. Absorbiert lose Fragmente. Als Gag in einer Bar erfunden, erfreut sich zunehmender Beliebtheit unter Berg- und Schrottarbeitern. Metallischer Nachgeschmack. Nee, ich glaube, ich investiere erstmal in die Gesundheit. Ja, ist schon klar. Schön, schön. Ach so, da kann ich aber immer nur einen reinlegen. Jo. Ich habe Leichlingsmost gewählt. Ach, da geht's weiter. Ich wollte gerade fragen, wo um Himmels Willen wir hier weiterkommen. So, da kriegen wir einen Schwarztrunk und da kriegen wir Gesellschaft. Ich hab doch hier so ein cooles Ding. Ja, ist das cool oder was? Some of them squirts birthing like crazy in a couple of corn bins. In den Korneimern, meine Güte, wer hat denn hier die Übersetzung gemacht? Das ist ein Popcorn-Kanister. Korn ist einfach nur das englische Wort für Mais. Mal die Dinger schlagen und sich dann um den Rest kümmern. So. Da ist Obst. Damit kann ich mich heilen. Das reicht aber noch nicht ganz aus. Ach, da ist ein Geheimgang. Sehr schön. Na komm schon. Ja, ich heile mich ja schon. Ist ja gut. Ach. Da sind jetzt ganz viele Äpfel. Na super. Haben wir die auch kaputt? That one was Maud, the tutor. Once taught the kid good manners. He never used them though. Hm. So. Ich denke mal, hier ist ein Levelübergang. Noch nicht. Endgegner. Ist ein Endgegner? Ist ein Endgegner. So ein Levelende. Wie dem auch sei. Los geht's. An old ferry barge sends the kid on his way. Sister Bastion's real close now. Jetzt ich? Ja. Ballern. Wir sammeln Erfahrungspunkte. Wofür wir die sammeln, werden wir hoffentlich noch irgendwann rauskriegen. Oh je, wo sind wir denn hier gelandet? Kid takes a chunk of alloy. Smell of barley and spoiled blueberries fills the air. Ach du Scheiße, was sind das für Viecher? Kid maybe shouldn't have done what he just did. Wieso soll ich das nicht tun, was ich gerade getan habe? Ich habe ihn kaputt gekloppt. Ich finde, das ist eine sehr logische Aktion, wenn mich jemand angreift. Boah, was war das denn? Unfair. Wenn hier noch sowas Cooles. Ach du Scheiße, jetzt geht's richtig rund hier. So, die sind wir schon mal los. Alter Verwalter, der drischt aber auch drauf. Das gibt's ja gar nicht. Okay, vielleicht sollten wir uns erstmal um den da kümmern. Ich muss das so ein bisschen aus der Entfernung machen. Nein, was ist denn hier los? Verdammte Axt. Blöder Onkel haut Löcher mitten ins... Kid puts him out of his misery.
So, da ist mehr Black Tonic. Jetzt müssen wir uns mal um dieses Ding hier kümmern. Das geht mir auch oben auf den Kranz. Der Schleimonkel braucht ja anscheinend noch einen Moment. Mit jedem Treffer wird er kleiner. Lustig. Rob's a scumbag of his last meal. Okay, ich bin eine Stufe aufgestiegen und habe dafür Lebenspunkte gekriegt. Jetzt müssen wir hier erstmal alles einsammeln. Da wollen wir ja jetzt nichts verkommen lassen. Und weiter geht das. He finds the core to the Wharf District. He steals the city's heart. Might as well. Wow. Jetzt wird's hier aber ein bisschen hässlich. Kid has a feeling he better get a move on. Ja. The place is starting to fall. Da fallen Dinge von oben runter und machen den Weg kaputt. Sollte ich vielleicht einfach durchlaufen? Mich nicht um irgendwas anderes kümmern. Ja. Das könnt ihr natürlich gerade nicht sehen. Aber mein Controller macht hier gerade das absolute Feuerwerk an Rumgerüttel. Wow, wow, wow. At last, the skyway is in sight. Schnell, 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 schnell. Skyway, whatever. Where it needs to go. So, wunderbar. Alles klar. Wir sind. Now the kid sees something stranger still. His mind races. Jetzt sind wir in der Bastion. Und da werden wir beim nächsten Mal weitermachen. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr die nächste Folge von Bastion wieder mitguckt. Bis dahin, macht es gut, gehabt euch wohl.